pass doch mal auf! Kannst du im Bikeparkbetrieb hier nicht hochfahren? Ey, Alter, ich fahr Enduro! Die Cross-Country-Leute, alle keinen Respekt hier. Ich fahr Enduro! Ist ein Super-Trail-Bike. Ja, ist ein Enduro. Was hast du denn da? Das ist ein Enduro. Hä? Das ist doch ein Cross-Country-Bike. Da müssen wir aber, glaube ich, mal drüber reden. Was ist Enduro? Ja, was ist überhaupt Enduro? Ja. Ab geht's! Ab geht's! I'm gonna hear that. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist eine Hochzeit, Thomas. Ach so, das ist eine Hochzeit. Scheiße. Nee. Ja, wir sind im Bikepark OE, da ist eine Hochzeit, deswegen müssen wir uns jetzt mal benehmen, bitte. Okay, sorry. Ja, diese Bikepark-Fahrer. Ja. Ja, wir sprechen heute über das Thema Enduro-Fahren. Ne? Ja, Enduro, Alter, das heißt ja, kommt ja von Endurance für Ausdauer. Ja, ja, ne? Ja. Und da geht es natürlich bergauf. Ne? Bergauf pedalieren. Und deswegen habe ich mir jetzt ein Enduro-Bike ja auch zugelegt. Ich auch. Ja. Oh. Aber diese Bikes, ne, die sind ja sowas von unterschiedlich. Also ich glaube, unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Ne? Also in derselben Kategorie, ich meine, es gibt ja für diese Bikes wieder mal eine eigene Bike-Kategorien, werden ja erfunden wie alles Mögliche. Das heißt jetzt Super Trail. Ne? Aber das 160, 150 hätten wir früher auch als Enduro bezeichnet. Und das wäre früher ein Enduro mit Long Travel gewesen halt. Das hat 170, ne? 170, genau, 170, ja. Ja, genau. Ja, und wir fahren die heute kreuzweise hier mal Probe. Und dann sprechen wir mal über die Unterschiede, ne? Ich fahre gerne bergauf mittlerweile, ne? Ich fahre also auch gerne technische Trails, aber da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich liebe es, bergauf zu fahren. Ich bin mir auch, ne, beim Cross-Country-Rennen teil. Ja, ja. Das musst du, kannst du jetzt, den kannst du erstmal nicht ausstechen. Ne? Ja, 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 ja. Aufgrund meines Kooperationspartners habe ich mir das mal einfach gegönnt. Ja. Da müssen wir ja noch einen Trainingsplan machen, ne? Ja, mit E-Bike dann, ja, aber. Machen wir noch. Also du. Ja, ab auf die Strecke, ab geht's, Sonne geht gleich unter. Ja. Okay, sind wir sogar beide drauf. Ja, also ich tue erstmal den Dämpfer hinten, glaube ich, locken für den Berg auf. Ja, ich auch. Ja. Oh. Ich habe ja gelernt, beim Enduro fahren, ne, Trittfrequenz alles. Ja. Und immer runterschalten, wenn man die Trittfrequenz nicht mehr halten kann. Ne? So ist perfekt, glaube ich. Ja, so ist gut. Guck mal. Aber bei so, Jerry. So ist gut, ne? Ja, so ist gut. Ja. Ach, diese Nacktschnecken. Plage dieses Jahr. So Leute, wir haben den ersten Uphill gemeistert. Thomas ist fertig mit den Nerven. Ich bin, Alter, voll fertig. Ja, daher war in Österreich, ich bin ein Schatten meiner selbst jetzt nur noch. Ja, wenn man aus Österreich kommt, da fährt man natürlich viel stärkere Berge hoch als hier in Olpe. Und das ist für mich halt gar kein Thema, selbst mit Keuldämpfer. Ja, ja, genau, das ist halt einfach so. Nee, Spaß beiseite, ich habe ja sowieso gesagt, das Swoop hat mich positiv überrascht beim Uphill. Ich bin gespannt, was du gleich sagst, wenn du das hochfährst. Du wusstest ja, weißt ja auch, wie das Torque sich bergauf Wir erinnern uns, was macht man am besten mit einem Torque bergauf? Tragen. Das wird hoffentlich beim Swoop nicht passieren. Ich bin auch übrigens gespannt, wie der Daniel vor allen Dingen auch bergab dann mit dem Genius klarkommt. Ja, bin ich auch gespannt. Wir fahren einmal Flowline und dann einmal Freeride bis zur Hälfte. Und dann machen wir mal Kreuztausend fahren, beides nochmal. Ja, ja, logisch. Jeder fährt beides, klar. Beide Bikes. Hey, klar. Downhill. Yes, Red Bull Optik hier mit Kamera. Red Bull Optik. Olpe Flow Kurs Preview. Yes, yes, yes. Hey. Woo. Ah.
Oh. Okay. Hätte ich mir doch einen Brille angezogen. Also, I have not Brille. Because I have only Big Betty. Das sendet, Jerry. Auf geht's. Back up, oi. Back up, oi. Up, up. Oh, Pfütze! Oh, noch ein Pfütze! Oh, Sonne! Ah, ich sehe nichts! Wow! Ey, ich komme gar nicht mit der Sonne zurecht. Nee, das ist furchtbar. Ey. 110 mm nur Federweg, blockiert. Ja, ja. Stufe 1, 110, Stufe 2, blockiert. Ich klicke einfach mal durch, guck, was passiert. Hier, ist leichtere Gänge, ja. Schwerer, Bremsen. Sattelstütze? Sattelstütze hoch. Sattelstütze hoch. Ja, ja, das war's. Was ist OP? Heißt das für Operation? Ist das die Abkürzung? Nee, für Olpe. Achso, für Olpe. Okay. Ja. OP ist die Abkürzung für Olpe? Okay. Ja. Das OLP? Südwestfalen Olpe, SWO, ja. Ganz klar. Genau, ah, ja. Jetzt ja. Habe ich, das war gar nicht die Verteilung für Ostdeutschland. Also, das ist rauf hier. Ah, da steht ja noch auf Hobbitgröße hier. Ja, okay. So. Also reindrücken ist sperren. Ja. Zweimal drückt, ne? Ja, ganz durch, ne? Ganz durch, genau. Ja, ja. Und jetzt, wenn du jetzt reintrittst, geht das nach vorne wie ein Biest. Dann muss ich erstmal hochschalten. Was ist ein Hardtail? Ja, aber das ist ja auch ein E-Bike. Hab ich ja direkt gesagt. Ich glaub gar nicht. Oh, Schnecki! Da war eine Schnecke. Ja, die sind ja überall. Schnecke. Guck ja, der eine natürlich sofort hin, wenn man heiße Schnecke sagt. Weil die Michi ist ja zu Hause. Ja, hier heiß. Ja, jede Menge heiße Schnecken, ja. Hier in Olpe heute, ne? Und alle nackt! Ja. Kommt mal dazu! Ach du Scheiße! Es geht schon sehr leicht bergauf, muss ich sagen. Ja, ne? Ja, ja. Das geht schon tatsächlich sehr gut. Was ist das nicht? Hey. Thomasson? Ja, yes, das ist Thomasson. Alright. Why so serious? Yes, why so serious? Oh, hier, das ist Scott Genius. Ich sehe wieder gar nichts. Oh, okay. Sehr. Boah, sehr. Boah. Oh. Die Wurzeln. Schön. Ich sehe immer noch nichts hier. Ah. Bisschen. Oh. Also klar. Ey. Leute, wenn eine Pfütze da ist, haltet immer 2 Meter Abstand vom Thomas. Ganz wichtig. Es geht nur um Körperrotation pushen, um nichts anderes. Ja, ja. Und vom Jerry auch Abstand halten. Der hat das nämlich geerbt. Und ja. Ganz klar weiß man, wo die Erziehung herkommt. Ja. Das ist gut bei Sprüngen tatsächlich. Das habe ich schon. Was ich jetzt spannend fand, nochmal zu fahren. Free ride! Free ride. Free ride. Ah, okay. Whoa. Oh, okay. Oh, steh.
ich scheiße auf der Pedale. Jetzt steht die Sonne schon ein bisschen besser hier. Ich stehe immer noch scheiße. Ich kann nicht korrigieren. Ah, okay. Ich stand die ganze Zeit falsch auf der Pedale und ich konnte nicht mehr korrigieren. So war ich. So ganz eng, komisch. Ich wollte im R-Kammer nicht mehr korrigieren. Oh. Ja, ist schön, ein Cross-Country-Rad. Ja, ist nicht schlecht für ein Cross-Country-Rad. Okay, now we're here in Bike Park OE. Yes, Western Germany. Ja Leute, wir sind fertig mit dem Test. Ich würde sagen, wir machen das so wie immer. Wir geben einfach mal ein bisschen, oder wir machen erstmal so, ich gebe Feedback zu deinem Rad. Ja. Und du zu meinem und dann sprechen wir darüber. Genau, so machen wir es. Ja, ich fange einfach mal an. Das Scott Genius heißt es, ne? Ja, meine Genie! Ist, würde ich sagen, wenn ich jetzt einfach nur nach dem Gefühl gehe, denke ich, ich fahre hier halt eher Trailbike irgendwie. Und hier halt eher Downhill-Bike, wenn ich jetzt in so eine Extrem-Kategorie gehen müsste. Ne? Wenn ich jetzt weg von Enduro gehe, sondern eher sage, okay, das ist eine andere Kategorie, ist das halt eher All-Mountain, das dann eher Downhiller. Bergauf, Granate. Also das, war ja schon positiv überrascht vom Swoop, aber das Genius geht um Längen besser bergauf. Also ganz, ganz anders. Ich glaube, wenn es ein bisschen ruppiger wird, dann kann das Rad das auf jeden Fall auch. Ich hatte das Gefühl, der Hinterbau ist auf jeden Fall potenter, als man denkt, wenn man losfährt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn es so richtig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre sowas lang, ruppig, Hackelberg Trail in Saalbach oder so, würde ich die Wahl zu dem hier nehmen. Wenn ich jetzt aber mehr vielleicht flowige Trails fahre, ab und zu ruppig oder ab und zu mal Bikepark und auch gerne gut den Berg hochkommen möchte, auf einer Trailrunde, ein bisschen Ausdauer trainieren will, wirklich Enduro, Endurance, ja, ist das eigentlich mehr Enduro-Bike. Also wenn ich jetzt so sagen müsste, wer ist mehr Enduro, dann ja, ist es das Genius, auf jeden Fall. Und das hier ist Richtung Freerider. Freeride, ja, genau, ja, so würde ich es auch. Ja, genau. Also ich war sehr, sehr zögerlich bei den ersten Jumps, nämlich weil das dann ziemlich schnell in die Luft geht. Das, ja, genau. Ja, jetzt komme ich zum Fazit vom Swoop. Ich bin ja auch Daniels Talk gefahren, das fand ich ganz, ganz schlimm. Und obwohl diese Räder halt so verbreitet sind, das ist für mich halt nicht der Grund zu sagen, ey, das muss gut sein, nein. Aber ich war von dem Swoop jetzt angenehm überrascht. Die Gabel habe ich schon gemerkt, hier in dem Genius, was ja immer noch serienmäßig ausgestattet ist, weil es ja ein Dauertest mit Serienteilen ist, ist halt tatsächlich schon eine Öhlins drin. Die ist natürlich schon echt fett. Da habe ich jetzt bei der Sepp, ist das eine Select oder was ist das für eine Sepp? Nee, das ist nur eine Sepp. Nur eine Sepp? Das ist nur nicht okay, mal eine Select. Also da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ja, dass die ab und zu halt wegtaucht, so ein bisschen, wenig Gegendruck hat. Mhm, jetzt fahre ich natürlich inzwischen schon, muss ich sagen, relativ poppiges Fahrrad. Und aber was das Swoop einem absolut vermittelt, ist dieses, was du sonst beim Downhill-Bike hast, dieses mir kann nichts passieren Gefühl. Da ist das Scott schon sehr viel nervöser und ich fand das Swoop heute, ich bin das heute das erste Mal gefahren, so ein Swoop, so ein CF. Das Alu hatten wir nur Test gefahren. Das, ne? Alu hatten wir ja Test gefahren, das hattest du nur Test gefahren, da war ich glaube ich gar nicht testfahrmäßig drauf. Da war ich glaube ich noch verletzt, weiß ich gar nicht. War stimmt, das? Du bist ja, mir glaube ich nur langsam genau, hinterher. Ich bin dir nur so, langsam, ne, hinterher. Ich habe aber mal ein Radon Slide getestet, das bin ich auch mal selber, habe eins gekauft, das hatte ich auch mal, das fand ich ganz gut. Aber jetzt das Swoop,
Wenn man jetzt halt so, für mich sehe ich das Swoop genau da, wo ich auch Spindrift sehe, von Propane zum Beispiel, also ja, um ein artverwandtes Rad zu sehen. Ja, ja. Ich sehe es als Freeride Enduro, für wenn man hauptsächlich Park, Jumpline, Rough fährt und das Hochkommen nur so nebenbei erfüllen muss. Wenn man jetzt wirklich selber hochkommen muss, dann ist natürlich das Genius mit dem Bolt-Hinterbau echt eine Nummer, plus dass man natürlich, wenn man, das ist ein Rad für den Winter, keine Frage, ein Winterbike, für mich auch, weil ich im Winter oft auf E-Bike keinen Bock habe, weil E-Bike im Winter ist ein Thema für sich. Und ich muss sagen, durch den Dämpfer, dass da kein Dreck mehr dran kommt, ist natürlich mega. Ja, was ich halt krass finde, ist, dass bis letztes Jahr, also bis zu diesem Jahr, ist das Radon-Rennteam ja das Ding in den Enduro-Rennen gefahren. Zwar mit dem Luftdämpfer, ne? Ja, hat es dann natürlich ein bisschen mehr Pop, mehr Progression und natürlich mit einer etwas besseren Gabel. Ja, ja. Aber trotzdem krass, dass sie damit bergauf sind, ja. Weil ich bin ja auch das Radon Jab, das neue, gefahren, was die jetzt ja im Rennteam fahren, und das geht wesentlich besser bergauf, also mehr das in die Richtung. Das Radon Jab ist Mallet dann, ne? Genau, ja, ja. Ja, genau. Das alte war ja 27,5. Genau, genau. Ja. Und jetzt, deswegen fahren die das erst jetzt im Rennteam halt. Also ich muss sagen, ich finde es gut. Ich fände es natürlich viel cooler, wenn es irgendwie Flip-Flop lila lackiert wird und Miss Peaches draufstehen würde, aber okay, aber kann ich alles haben. Radon Bikes, bitte, ja, macht mir doch eine Sonderlackierung, dass ich das nicht selber machen muss, ne? Genau. Genau, ja. Also ich finde es halt ganz cool. Ich finde es auch wichtig, das Thema zu forcieren, dass man halt nicht immer mega viel Geld ausgeben muss. Also ich werde demnächst, ich weiß nicht, ob Daniel das auch mit mir zusammen machen will, sowieso mal ein Video machen, Versenderbike gegen Versand oder Fachhandel. Weil was viele nicht wissen, dieses Genius zum Beispiel gibt es im Moment im Fachhandel für 5.500 statt für 7.500. Das ist also auch schon, im Moment hat der Preiskampf dank des Corona-Lochs, in das jetzt alle in der Bike-Industrie gefallen sind, sehr, sehr aggressiv angefangen. Also im Moment, es gab noch nie eine Zeit, so schlecht ein gebrauchtes Rad loszuwerden. Ja, ganz schwer. Aber es gab auch noch nie eine Zeit, so um geile Bikes günstig zu bekommen. Also es ist wirklich so, ne? Ja, krass. Und das ist ja dann nochmal nur halb so teuer wie das. Ja, ja, eben. Deswegen sage ich ja, also, ne? Muss man da die Vorteile und nochmal ganz klar benennen. Ne? Wobei das natürlich, wenn man es für die 5,5 kauft, deutlich zum Beispiel unter dem neuen Stumpjumper liegt. Ne? Ja. Was natürlich immer der Platzhirsch ist, was ja jetzt lustigerweise fast genau dieselbe Anlenkung hat wie das Levo SL, das neue. Ja, aber kommt? Keine Überraschung. Ja, keine Überraschung. Also wie gesagt, ich bin bisher von dem Rad begeistert. Ich werde es die Woche noch mit meiner Lieblingskundin in Willingen testen. Da wird es vielleicht ein bisschen raueres Terrain mal sehen. Ja, liebe Grüße, Leni. Ich wünsche viel Spaß. Und ich gucke mal, ob es mich abwirft oder ob der Bock mich drauf lässt. Es hat schon Namen bekommen. Ihr wisst, dass das immer heißt, dass das ein gutes Zeichen ist, wenn ein Rad Namen kriegt bei mir. Auf jeden Fall. Ja, Leute, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns. Oh, der Jerry filmt einfach weg. Jerry filmt einfach weg. So, ganz wichtig. Glocke aktivieren, abonnieren und Fan werden beim Daniel auf YouTube. Ja, ich bin gespannt, was wir uns als nächstes einfallen lassen, wenn wir uns wiedersehen. Genau. Vielleicht mal irgendwie was ganz Verrücktes. Mal was ganz Verrücktes. Das hört sich total lustig an. Warum eigentlich immer so ernst? Ich weiß auch nicht. Why so serious? Nehmen wir mal als Motto. Lacht einfach mal öfter beim Fahrradfahren. Das macht auch die Gedanken locker. Ja, man sagt auch immer, bei den Kursen ist so ein alter Fitnesstrainer-Spruch, dass man immer lächeln soll, weil das mehr Kalorien verbrennt. Das ist auch nicht schlecht, ja, genau. Ne? Aber wie gesagt, good vibes und good vibes only. Sonne ist jetzt gleich weg. Ja. Wir auch. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Ab aufs Bike.